sag mal so, was ich dir sage, das mach ich auch so. Ich sag dir so, Berliner Winterbaus, du bist im Sommer. Ich sag mal so, was ich dir sage, das mach ich auch so. Helm und Lang und die, der ist voller Kurz. Schlachten sie, Dicker, wir leben auf Boot. Isu mal so, Dicker, Isu mal so. Isu mal so, Dicker, Isu mal so. Beeil mich doch, Digga, was ist los? Ja, Digga, geht es so oder was? Ja. Ja, wie du meinst, Digga. Nein, Junge. Wie du meinst. Ja, Digga, ich fand das schon. Ah, geht her. So, ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zum ersten Musik. Was wollen wir an? Ich sag ganz ehrlich, Musik ist diesen Monat, bevor mein Bruder Joe gesponsert hat. Hier habt ihr ein kleines Foto von ihm, denn seine Playlist, er ist DJ-Meister, sag ich mal ganz ehrlich. Und der Typ hat den heißesten Scheiß immer auf dem Markt. Jegliche Tracks, die ich eigentlich höre oder sonstige Sachen, die ich neu finde, finde ich auch oft von ihm. Er hat mir schon vor einiger Zeit seine Musik-Playlist überlassen. Check die Playlist echt von Joe ab. Sommerloch, sag ich dir, Bro. Die ist es so absolut, Alter. Ich sag so, du kannst die bei jeder Gefühlslage hören. Traurig, lustig, du willst feiern, du willst chillen. Wir gehen einfach auch mal auf Zufall. Ich zeig gar keinen bestimmten Track. Zufall. Hier. Please, please, let me get what I want. Verrückt, verliebt, so ein Mut. Wisst ihr hier, wir gehen nochmal auf Zufall. Was kommt raus? Oh. Den Banger kennt man natürlich auch ganz am Anfang. Von Mac Miller, Alter. Auch ein absoluter Mann. Ein kleiner Spieleabend mit seinen Freunden war der hier schon. Ganz klar Pokerabend, irgendwie so. Alle Jungs, Zigarre am Qualm. Komm, einen will ich noch, ich will jetzt hier noch. Naja, egal, Chiller, jeder Mut ist dabei, wie schon gesagt, Leute. Ich sag so, Spielzeit, was ihr hier hören könnt, sind ein Tag und 7 Stunden. Also ich denke, 714 Titel sollten fürs Erste reichen. Der Link ist in der Bio, Leute, checkt die Scheiße ab. Playlist von Joe, Alter, Sommerloch, unmenschlich krank. Der Link ist drin, checkt die Scheiße ab. Okay, ja, das ist... Okay, perfekt, das müsste ein richtiges Ergebnis sein. Was ist das jetzt? Naja, herein. Also. Ja, Mann, ja, das ist richtig. Irgendwie seit Tagen ist alles kacke bei mir. Mit meiner Ische läuft es irgendwie überhaupt nicht mehr gut. Ich hätte zwar noch irgendwie, aber... Was, Bruder? Links oder rechts? Ich überhaupt noch keine Ahnung, wo wir lang gehen sollen, Digga. So, also. Ja, wie du meinst, Digga. Was, Bruder? So, herzlich willkommen, Leute. Zum Abschluss des Monats, würde ich mal so sagen. Abschluss des Monats beginnen wir heute mit dem alten Homie Fritz Meinecke. Ich muss ehrlich sagen, den ganzen Monat habe ich den Typen geschaut gehabt. Kurz Einleitung zu diesem Mann. Der ist so ähnlich wie Bear Grylls, das Ganze nur auf Deutsch. Er macht halt viel, geht so in Lost Places, 24 Stunden im Wald überleben, Mittag schlafen, 2 Tage, 48 Stunden Wanderung. Ich gehe in so und so viele Stunden über die Insel Madeira. Ich weiß nicht, was er für tausende Videos hat, aber ich gönne mir die wirklich gerade fast jeden Abend. Und gerade auch seine Twitch-Streams, seine Reaction auf verschiedenste Sachen finde ich sehr, sehr interessant. Und Leute, checkt den ab wirklich. Der ist ähnlich wie Bear Grylls. Eigentlich habe ich alles richtig. Ja, Digga, finde ich auch. Also der Fritz Meinecke ist ein extrem cooler Typ. Ja. Durch ihn bin ich auch auf diesen Robert Mark Lehmann gestoßen, muss ich sagen, ähnliches Prinzip wie dieser Fritz Meinecke, auch so viel Nature-Shit, aber er ist halt Meeresbiologe, so wie ich es richtig verstanden habe, kennt sich halt extrem gut mit Tieren selbstverständlich aus und macht halt verschiedenste Reaktionen auf Tiervideos, zum Beispiel Hai greift Surfer an und sowas alles und erklärt dann die Probleme, die da aufgetreten sind, warum der zum Beispiel angegriffen wurde oder was habe ich letztes gesehen beim Kindergeburt? Das greift das Krokodil einfach die Wärterin an. So, beißt sie in die Hand, Digga. Die ganzen Kinder gucken dabei zu, einer hält die ganze Zeit drauf und er reagiert halt darauf und sagt halt, ey, in dem Moment hätte sie das nicht machen dürfen. Beziehungsweise allgemein die Message ist, wilde Tiere sollte man nicht einsperren. Anderes Thema, das fange ich jetzt gar nicht an, aber zusammengefasst, der Typ extrem cool auch. Wirklich, diese beiden Typen liebe ich. Ich habe früher immer Bear Grylls, Alter, dauerhaft gesuchtet gehabt. Einer meiner Lieblinge auf Dingmas, die ich damals geguckt habe, aber irgendwann war der nicht mehr so cool einfach. Und jetzt diese beiden Jungs zu 100% real, machen die Sachen wirklich, das ist nichts gestellt, finde ich absolute Baba-Sache. Ich muss sagen, was ich halt auch noch diesen Monat extremst gefeiert habe, Digga, ist Trackmania. Ist so ein Playstation-Spiel, Autorennspiel genau, das sagt, man kann das bis zu mit 8 Personen zocken.
man ist immer nach und nach dann dran und man zockt halt so ein Rennspiel. Ich blende jetzt hier gleich mal so ein Gameplay davon ein. Wirklich extrem geiles Spiel. Sieht vom Look ein bisschen behindert aus, aber gerade mit mehreren Leuten zu zocken, perfektes Spiel. Trackmania, Leute, ich sag euch, gönnt euch die Scheiße. Absolutes Weh. Oder?